Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kabin, mit einer sehr, sehr schweren Horde wahrscheinlich heute, weil wir haben kein Benzin mehr, weil ich musste alles in Strom investieren, weil ja irgendwie die Batterien hier richtig angeklemmt sind oder so, ich weiß es nicht, oder die sind kaputt oder verpackt oder weiß ich was. So, die Türmchen, die sind noch nicht fertig, wie man sieht. Ja, was waren das? 3 Stunden, aber verdammt nochmal. Na, wenigstens die Batterien sind jetzt 2,5 voll. Das heißt, irgendwann in der Nacht wird uns der Strom ausgehen. Es sei klemmt um. Naja, gut. Das ist ja der Schocker. Na, die anderen Pfeilen brauchen ja auch so lange, so viele. Ach, Mensch. Jetzt überlegt. Wenn ich die jetzt auseinander, wenn ich den jetzt umklemme und das andersrum gemacht. Andersrum mache. Aber die Frage ist, wo eine Stunde noch? Es ist 22 Uhr. 22 Uhr, dann müsste bitte auch fertig sein. Oder dann kriegen wir vielleicht doch nochmal Öl. Den Black. Hab ich? Ja, hab ich. Ich kotze mal kurz eine Runde. Dann kann ich mir nämlich hier noch ein Zwei-Sekündchen aufhalten, wisst ihr? Das könnte ja nicht so verkehrt sein. Dann können wir uns nämlich das Öl einstecken, dann könnte vielleicht doch nie so schlimm werden. Ja, brauche ich jetzt nicht. Ich frage mich, für was ich die Köpfe brauche. Als Dekoration, wa? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt bei der einen Balliste habe ich jetzt 1000 Schuss drin, bei den anderen oben 500 und bei der anderen habe ich noch nicht mal reingekriegt. Ja, ja. Jut, ich kann noch vielleicht. Jut, ich kann die Platten und so noch zurück wandeln. Und daraus noch ein bisschen Munition machen. Das ist auch noch möglich. Das könnten wir noch tun. Dann sieht das vielleicht doch nie so schlimm aus. Nicht ganz so schlimm. Gut, das haben wir zwar schon, aber. Wie spät haben wir das? Das dauert noch. Was mache ich hier? Nägel brauche ich doch jetzt ja nicht. Jetzt hier hatte ich so viele Nägel, wa? Die uns vorhin gefehlt haben. Tja. Versuchen wir hier ein bisschen was rauszupulen. Ein bisschen Zeit zu strecken. Ich kriege ja nur eh zwei Sachen so zusammen. Die Möglichkeit besteht ja. Was ich nie nachgekriegt habe. Wie viele Munition habe ich denn überhaupt? Als Gegenwehr. Sehr toll ist das. Gut, dafür habe ich hier von nur eh zwei Schuss. Ich würde mal sagen, das ist heute unsere Wahl der Qual Sachen Waffen. Ja. Es sei, ich finde noch so viele. Na, wo ich sollte, vielleicht sollte ich mal mir oben bis Eisen zur Seite packen. Und erstmal für mich Munition machen. Ah, das Doofe, das war ja 1 zu 1, ne? Ach, Mann, ey. Wie gesagt, das wird heute eine Knappi-Horde. Eine Knappi-Horde. Und ich hoffe, dass denn, wenn wir denn da hinfahren, wieder, dass unser Eisenproblem damit, so langsam ein Ende nimmt. Also quasi wird die erste Zeit aber erstmal investieren, um vielleicht nochmal so ein Türmchen hier hinzustellen, benzinmäßig. Also, ich habe F statt D gedrückt. So, kann ich hier irgendwas entsorgen? Schade, dass ich die Munition hier nicht auseinandernehmen kann, weil wir, naja, wohl, könnte ich eigentlich nachher nochmal hinstellen. Ja, das könnte ich tun. Ach so, und weiß ich nicht, ob ich das schon. Danke nochmal für den Tipp. Ich habe gestern, da habe ich gerade schon die Aufnahme zu Ende gehabt, den Tipp gekriegt. Baumstämme, Äste. Wenn ich die irgendwann mal brauche, dann kann ich ja die Baumstämme auseinandernehmen.
Weil das ist 1:3. Na gut, ist auch nicht gerade ein besserer Tausch, aber in der Not frisst der Teufel fliegen, ne? Also, haben oder nicht. Und danke, wie gesagt, nochmal für den Tipp. Danke, ein sehr, sehr guter Tipp. Wie gesagt, wenn man auf der Schnelle brauchen tut und wenn man vorher privat gespielt hat und dann mitgekriegt hat, man braucht Äste und das haut nie so hin. Aber leider kam es zu spät. Aber jetzt weiß ich es, ja. Raus mit euch! Lene, trete rein auch zwischendurch, oder was? Aber ich bin ne froh, wenn ich denn irgendwann mal anfangen kann, auch hier, vielleicht auch ein bisschen Beleuchtung hier in das Spiel zu bringen. Aber dazu muss ich erstmal das Stromproblem lösen. Da brauche ich noch 1-2 Batterien. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hinten das freigeräumt. Da kommt da erstmal Ups. Die Batterien und dann ein bisschen Abstand dazwischen. Nächste, dass ich das auch besser anschließen kann. Na, obwohl, ich brauche die ja eigentlich nur richtig hinstellen. Also quasi drehen. Dann kann ich die auch eng zusammenstellen. Oder vielleicht sollte ich das machen. Das macht jetzt ja gerade in meinen Augen mehr Sinn. Also eine links, eine rechts stellen. Rechts rum. So, müsste ja fast fertig sein. Und da hinten kommt aber noch eine ganze Traube, wa? So, wie lange dauert das noch? Er zeigt immer noch eine Stunde an. Also er zeigt keine Sekunden, Minuten an. Bleiben sie auf dem Boden liegen. Für sie gesünder. Wer spuckt, wird angetreten. Und nochmal getreten. Und getreten. Tretenderweise. Gehst du Bescheid? Also immer noch kein Dude hier, war. Also hier schießen technischerweise. Geht nochmal hier hinten nach. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich muss die Zeit ganz genau nutzen. Dass wir das Öl mitnehmen können. Wäre richtig geil. Jede Pfütze Öl zählt. Was ist denn hier der Eingang? Ach, da ist er. Ein Schild. Hätte ich auch mitnehmen können, wa? Eigentlich sollte ich das ab und zu mal nutzen. Aber, ja, Moment mal, kann ich das überhaupt nutzen mit Kralle? Ich glaube mal nicht, ne? Weil die Kralle nimmt ja 2 Hände. Also, ist ja quasi eine 2-Hand-Waffe. Ja, sag ich mir doch. Hab ich's mir doch gedacht. Naja, gut. Na gut. Nahrung? Dankeschön. Wie spät haben wir das? Och, ist immer noch nicht später. Es ist fertig. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt, Dude. Wahrscheinlich was für den hohlen Zahn. Ich kann das noch nicht mal nachfüllen, war 12er. 18. Ach, das ist Kacke. Ja, nochmal 12er. Haben wir jetzt insgesamt, na? Nichts. 370. 370. Wenn ich hier hinten noch ein bisschen was sammle, dann krieg ich auch nicht mehr zusammen, wa? Vielleicht ein paar Autos oder so, aber ein paar Fässer. Sagen Sie mal, hatte ich ein Auto vielleicht noch 1-2 Fässer? Ich habe zwar jetzt alle umgearbeitet, aber ich bin mir fast sicher zu 1%, dass ich noch 2 in hier gesammelt habe. So, aber naja, gut. Ich farm jetzt erstmal so noch ein bisschen was ein. Wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und außerdem krieg ich so auch noch ein bisschen Eisen. Und das brauche ich ja auch. Wie gesagt. Das ist jetzt doof. Du kannst jetzt nicht hier einfach das hier so machen. Das geht nicht, Spiel. Warten Sie mal. Ich mach mal den Kaffee hier weg. Genau. Was hat er denn jetzt fallen lassen? Achso, das Lenkrad. Das Lenkrad könnte uns bestimmte Komponente geben.
Bestimmte Komponente sind gut für uns. Ich muss der B gleich nochmal umwechseln, weil ich muss ja auch Platz für Öl haben. Da ist nämlich schon mal wieder ein Fass, ne? Sphere. Ups. So, was schmeißen wir denn jetzt weg? Zwei Stangen? Nee, nee, nee. Das geht so nicht. Warte mal, wie sieht's denn aus? Oh. So sieht's aus. Es ist zum Kotzen. So. Schmeißen wir die Batterie weg und dann ist es gut. Sacken wir hier noch ein bisschen Öl ein und dann passt das schon. Siehst du? Mal Öl mehr. Geht doch. Geht voran. So, hier ist auch noch was. Ich hab's hier sehen. Ach, das sind ja bloß die Fässer. Stimmt ja. Fake-Fässer. Das ist ja voll fake. Aber da ist noch ein Auto. Kann ich doch. Ich sollte vorsichtig sein mit. Kann ich nicht. Kann ich doch. Aber meistens kann ich's ja doch. Nochmal 4 Benzin. Und ein Autoreifen. Sag mal, warum kann ich ein Benzin einsammeln? Also, ich habe ja noch 50 Stück. Was, ne? Warte mal. Ja, warte mal. Bis du dran bist. Du Poloch, du. Da hinten ist noch ein Fass. Wie gesagt, ich sag mal so, bis 23 Uhr kann ich doch locker sammeln, oder? Dann kann ich noch zurück das Öl darin schmeißen. Oder Benzin. Was ich aus dem Öl mache. Und kann dann noch nachträglich ein bisschen Munition drin knallern. Benzin. Zwei Fässer, zwei Möglichkeiten. Fake. Ha, und einmal. Ah ja, gut, wa? Einmal ist besser als keinmal. So, ein bisschen Benzin kriegen wir ja noch so. Ist jetzt nicht so, dass wir in Öl schwimmen würden jetzt und in Benzin, aber na gut, würde ich auch nicht vorschlagen. Aber es macht unsere Lage Stück für Stück besser. Dann kann ich ja doch nochmal zweimal nachfüllen, wa? Beziehungsweise ihn mal. Jetzt will ich mal nachfüllen. Hallo? Was ist denn da? Für das Gerät, was konnte ich denn da kaufen? Weil das eine Farm ist, würde ich eher so auf Haut tippen. Naja, du kannst mich mal. Ich habe ja keine Zeit für dich. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit! Verstehst du das nicht, oder was? Jetzt musstest du sterben. Wobei wir da de... Achso, das ist es. Dasselbe, was wir da oben haben. Wobei du den Hals wieder nicht zukriegst. Ah ja. Okay. Mal kicken. Verleg die Dinger nochmal. Und dann ist es eben halt so. Müssen wir damit auskommen, was wir haben. Geh auf!
Konfuzius! Siehste? Konfuzius gewinnt immer. In der Drehung und da ist er. Wie jetzt? Mit denen getroffen. Ein Weg. Ihr pflastert aus Leichen von Tieren. Aber ich wollte es ja nicht. Leider habe ich keinen Platz in meinem Inventar. Also kann ich mir die auch nicht mitnehmen. Und was war da gewesen? Ach nee, das waren ja die Köpfe, ne? So ein Ding mit Köpfchen gewesen. So, na denn, wa? Aber wenigstens morgen brauche ich auch Benzin, um wieder da hinzukommen. Aber wo wir hinwollen. Und Sven ärgern, dass da nicht so viele rauskommt, was ich mir gedacht habe. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir dann kicken, dass wir noch ein, zwei Türmchen mehr aufstellen da. Ich will irgendwann mal hierher kommen und das muss sich lohnen. Ein bisschen Scheiß drauf. Ein bisschen Frost ansetzen. Ach nee, ist ja Hitze. Ist nicht so schlimm. Und wie gesagt, wenn wir denn das Problem mit dem Strom gelöst haben, kann ich hier auch zwei noch ansetzen. Lassen mich durch. Wie gesagt, mit den Titanen, oh, das wird teuer, das sage ich euch. Ui, ui, ui. Ich hoffe, dass da hier noch herausbröseln tut. Vor allen Dingen, ich habe nachgekriegt, Alter, wo kannst du denn das? Muss ja, ich habe ja hier Titan und habe gedacht, das muss ich genauso wie die anderen Fragmente erstmal auseinandernehmen und dann irgendwie einschmelzen, bis ich mitgekriegt habe, hier bei, da schmelze ich das ein. Und daraus mache ich erst richtig. Wieso auch immer. Ich weiß nicht. Egal. So. Pfeile. Nee, erstmal Benzin. Ganz dringend erstmal Benzin. Jetzt kein Platz. Mir platzt gleich der Kragen, Junge. Wisst ihr, was platzen tut? Das heißt, wir haben jetzt dazu noch. Alter, wir kommen auf 700 Benzin. Aber wir haben jetzt 700 Benzin. Das ist doch nicht so schlecht, wie ich mir das gedacht habe. Ich hoffe, dass das hier wenigstens das noch ein bisschen hinhauen tut. Moment mal. Ach da. Ich war jetzt gerade ein bisschen, ganz klein bisschen Panik. Aber das ist ganz klein bisschen. So, und wie gesagt, jetzt zum Schmelzen brauchen wir jetzt, wie gesagt, Äste und das ist jetzt nicht mehr das Problem. Das ist gar kein Problem. Aber hier mit dem Strom nochmal zu sagen. Es hat erst angefangen, seitdem ich das Fahrrad angeschlossen habe. Nur mal so nebenbei. Seitdem hat das Ganze angefangen. Ganze Probleme hier. Die ganzen Probleme hier. Zerlegen. So. Das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich. Warten Sie mal. Dann sollte ich das rausnehmen. Da haben wir das. Mehr ist nicht gut, die Katzen hier rausnehmen brauchen, ich weiß. Ich weiß es doch. So. Hey, zeigt er mir das nochmal an? Naja, gut. Weg damit. Wie gesagt, ich brauche das Holz. Zerlegen. Wie gesagt, warum haben. Moment mal, habe ich. Ah, nee. Oh, doch. Oh nein, jetzt habe ich. Ich Idiot. Jetzt habe ich mir Holz vielleicht. Dings vielleicht hergestellt, ich Idiot. Jetzt nochmal wieder zurück. So, jetzt. Zerlegen. Jetzt haben wir vielleicht genug. Also. Genug würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber so ein, zwei Stück haben wir jetzt. Bitte. Scheißen. Leute. Ich brauche ja auch noch ein bisschen was für Munition. Naja, gut, wa? So, was habe ich denn noch? So, da. Warten Sie mal.
Munition, Sturmgewehr. Naja, gut, wa? Wenn da nicht so viele durchkommen würden, dann wäre das ja nicht das Problem. Und, wie gesagt, Moment, und Schnippermunition kann ich auch nochmal rausnehmen. Wenn ich sie nicht schon raus, alle rausgenommen habe. Aber ich glaube, ich hatte eigentlich mehr gehabt als diese 500. Obwohl, 500 Schuss ist ja ein schön viele. Aber ich habe das alles rausgenommen. Wollte ich auch nochmal eins vorne hinsetzen zur Reparatur und so. Wie gesagt. Alle wollte ich auch aufwerten. Hat ja nicht funktioniert, weil. Hat nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, ich brauche ja 10 Titanstücke. Stücktet. Sagtet euch. Nö, das war's. Schnell nochmal in den Panzer reinkicken. Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. So, ich würde gerne noch ein bisschen mehr reinschmeißen, aber. Ach Mensch. Nee, ist es ihm halt nicht, ne? So, hier haben wir ihm halt bloß Ditte. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Das kann ich gar nicht nutzen. Habe ich gar nicht. Mal die Mikro gleich mit raus. Wir sind Bücher jetzt hier drin. Und sortiert das Spiel aus. So, hier haben wir nichts mehr an Eisen. Na, hier war ja auch nichts an Eisen. Es war ja nichts als. Ja, doch, hier ein bisschen was drin. Warte, warte auf. Naja, gut. Okay, dann stellen wir uns mit den restlichen Eisen für die Ballistenmunition her. Ist besser, wenn wir das so machen. Ja. Zerlegen. Stangen. Das alte, was ich später wieder neu herstellen muss. Platten. Ich muss, wenn ich. Bevor wir nachher später wieder abhauen, muss ich hier Plattformen. Ich baue das nochmal ab und dann baue ich eine Plattform hier oben auf. Ich glaube, das ist besser für uns. Und für das, was ich brauche, wenn ich es brauche. So. Das ist ja nicht so wenig. Das ist ja nicht so wenig. Na denn. Den füllen wir die andere auch noch, da bleibt so ja noch was für die übrig, glaube ich. Und ich sag mal so, den Schocker muss ich jetzt hier erstmal noch nie anmachen. Eigentlich doch. Eigentlich doch. Ich habe gerade so überlegt, brauche ich eigentlich nie, aber dann habe ich so überlegt, ne, doch, brauchst du doch. Oh, das ist nicht gut. Dann muss ich erstmal die noch herstellen. Da kann ich nochmal 2 herstellen. Wie gesagt, ist besser als gar nichts. So, die hier. Naja, naja. Für hinten reicht es erstmal. Für auf Abstand zu halten. Das ist besser, als wenn sie überhaupt nicht schießen könnte. So ist es. So ist das. So, das kommt bei Eisen drin. Oh, ist gleich so weit. Gleich dürfen wir uns auf den Arsch setzen. Oder werde ich mich auf den Arsch setzen, wie auch immer. So, das dahin, das dahin, das darin. Ich habe schon angefangen, so ein bisschen zu sortieren. Auch wenn man nie sieht. Ein bisschen schon. Ich frage mich jetzt gerade, habe ich noch nie nachgeschaut. Da konnte ich doch nur das Schwert, das Laserschwert herstellen. Wo stelle ich denn das normale Schwert her? Also hier schon mal nicht. Hier stellt sie die her, aber nee, auch nicht. Hätte ich auch herstellen können, aber ich glaube, das ist für mich erstmal irrelevant.
Nee, hier machst du bloß eine Machete. Also ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, hier so ein Schwert zu bauen. Wahrscheinlich ist es doch ja nicht nötig. Möglich. Oh Gott, das hätten wir auch produzieren können. Hätte Fahrradkette. Hast du aber nie. So. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde das versuchen zu haben. Ja, das wird schon passen. Ich habe hier auch noch ein bisschen Munition. Und wie gesagt, die macht ja auch ein bisschen Schaden. Schaden kann es ja nicht. Haha. Genau, irgendwas, was ich reinschmeißen kann in der Knifte, um ein bisschen mehr Bums zu machen. Oh, ich sollte die Fallen anschalten, wa? Ja, wie? Die kann schon Schaden sein. Wir haben doch noch nicht mal angefangen. Was hat denn der jetzt repariert? Ist da vielleicht einer kaputt gegangen gerade? Durchaus möglich, ne? Also ich warte jetzt, bis die ersten kommen und dann mache ich den Schock jetzt an. Jawohl. Das ist gut so. Schon mal ein bisschen so anratzen. War. Die Frage ist natürlich, die werden wahrscheinlich hier hochkommen, wa? Aber runterziehen können sie mir ja nicht, ne? Oh, ich gehe lieber so nach unten. Dann halt den Schalter vor der Augen und dann ist das gut. Für mich besser. So. Natürlich genial die Sicht jetzt, ne? Vielleicht sollte ich die nochmal schnell versuchen zu entfernen. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Sekunden Zeit. Nee, hast du nicht. Und wo ist denn jetzt meine Knüppel? Da ist er. Oh nee! Bitte, ich sollte den Schocker wieder anmachen. Ja doch, jetzt ist der Schocker relevant. Hoffentlich reicht es noch. Nee, das ist falsch. Schon besser. So, jetzt. Ach, Mensch. Mann, ich wollte doch jetzt so schnell die Knifte, aber ich habe wieder keine Zeit, weil ich bin nämlich in Flamme. Feuer und Flamme. So, jetzt aber. Warten wir mal, wo ist denn die jetzt? So, jetzt müsste ich ja... Na gut, die zieht aber immer noch so langsam. Aber ich kann jetzt so eben halt schneller schießen. Ob das denn später was bei den Viechern kabelmäßig bringen tut, ist dann die nächste Frage, ne? Wenn ich hier Pause machen kann, ist auch die nächste Frage. Das wird so schön schief gehen. Ja, habt ihr gesehen oder war ja von vornherein klar, was der Schocker uns an Arbeit abnehmen tut. Und wenn wir da zwei hier vorne haben, dann ist natürlich doppelter Bums. Aber dann müsste ich hier die eine Seite komplett zumachen, ne? Also... wie gesagt... Obwohl...
Doch, das müsste trotzdem funktionieren. Ich habe gerade so überlegt, warum haben sie denn, die haben doch denn ja keinen Grund, hier durchzulaufen. Der Side ist ein schmaler Gang, aber nee, das funktioniert schon. Na, Leute? Aber nee, ihr blättet hier. Ups. Genau, runter mit dir. Warten Sie mal, bitte. Danke, warte mal. Ja, ja, ich bin der Kapitän jetzt gemacht. Ich bin gerade was weggeschmissen. Ja, fast mein Leben. Ich hab gedacht, ich habe jetzt was weggeschmissen. Das ist das Problem, weil dieser Viecher ist nicht so effektiv. Schnell nachladen, danke. Sag mal. Oh, ich habe ja so ja da noch ein bisschen was. Genau in seine Sabbat geschaut. Na toll. Das wollte ich nicht. Naja, gut. Also ich muss die wirklich die nächste. Also ich hoffe, dass dann das Material so rinkommt, wie ich mir denke. Das ist das. Munition sparen, wa? Na, komm rein. Ja, ich weiß. Ich hoffe, dass jetzt kein Brenni hier rinkommt. Das ist falsch. Das ist richtig. Genau, das braucht der Kabin jetzt. Höhen. Fett gefressenen Magen. So. Schade, ich habe keine Keule. Ey, Keule! Habe ich noch eine Keule? Ich glaube mal nicht, wa? Mal noch mal schnell nach. Nee, ist keine Keule da. Hat sich erledigt. Auch jetzt brauche eher größeres Viehzeug. Also ich würde mal über. Also mich schon wundern. Also nicht wundern, fragen. Wie so eine Viecher. Ist da? So eine Kleine. Also Krabbler. Und das aussehen tut hier Mann gegen Frau. Oder so. Ja. So sieht das aus. So. Na, wie gesagt, da kommt ja mal bloß einer durch. Wenn einer ist, dann ist es gut. Zwei vielleicht auch noch. Ja, hab ich. Ja, hab ich hier. So. Das ist auf dem neuesten Stand, dann ist es gut. Kotzer? Nee, da kommt kein Kotzer, ist ein Grüner. Ja. Jetzt gehen zwei Kotzer und zwei so eine Viecher. Das ist ganz schön fies. Frag mich jetzt gerade, warum der jetzt. Rocker ist noch da, Benzin ist ja auch noch da. Was soll das? Hau die aus dem Leben, du Frosch, du. Danke für deine Unterstützung. Ich
sag mal so, wenn noch Leben hier noch da ist und so, und das, ja gut, das hat ja eben auch noch funktioniert. Das wird schon. Träumchen, Träumchen. Und wir haben erst noch, wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Haha. Ich würde gerne interessieren, was da noch an Benzin drin ist. Also Strom ist eher... gerade so ein Loop da. Jetzt weiß ich nicht, ob das den Unterschied macht hier wegen die Pendelze. Aber da kannst du ja auch noch, wie gesagt, man kann die ja noch verstärken und nach hinten raus ist ja eben halt auch noch Platz. Also da kann man nur ein, zwei Sachen machen. Das ist immer noch eine gute Tötungsmaschine hier, ja. Also, und wie gesagt, nach vorne raus können wir immer noch ein paar Schocker bauen. Und die Flammeis da oben, die stehen ja auch noch nicht hier da. Sag mal, wie sieht es denn überhaupt aus? Kann ich denn... Ich will bloß mal kicken. Na gut, das ist aber doof, dann können die nicht da lang, wa? Also, obwohl eine Verbindung ist ja trotzdem, ne? Mittendrin statt nur dabei. Jawohl. Das ist einerlei. Ey, cool, dann versuchen sie wahrscheinlich auch hier lang zu kommen, wa? Also hierher. Und ich bin weit genug entfernt. Gut, ich müsste aber das denn so machen, dass das vielleicht nicht von der Seite runtergezogen wird. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob man überhaupt so runtergezogen werden kann. Aha, daneben. Boah, Alter, vielleicht sollte ich denn mal hier mit den, ups, mit denen hier versuchen. Ein Käfig voller Helden. Oh, der Käfig, der brennt. Muss ich da umstellen. Und da? Also er wies noch nie, wo er hin muss. Aber letztes Mal hat er gewusst. Mal sagen, ich hol mal den Kugelstab aus. Genau den. Ja gut, ich muss das da oben irgendwie noch ein bisschen freier machen, also dass sie ganz genau wissen, wo sie hin müssen. Also rein theoretisch, naja gut, weil das nicht da richtig mit verbunden ist, ne? Kann das sein? Ja, ja, und... Heiß, 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 heiß. Achso, ich darf den nicht da runtertreten. Das ist natürlich doof. Das wäre natürlich doof. Ey, wir haben es übrigens 1 Uhr, ne? Das heißt, irgendwann wird sich bald das abschalten. Ist nur eine Batterie. Ja gut, Hauptsache die Maschinen laufen. Die nehmen schon 1, 2 Sachen ab. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo das Benzin hier fehlt. Hier fehlt, vor allen Dingen. Also Benzin ist nicht mehr da, wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, es brennt ja, aber nee, das ist ja... Muss ja brennen, ist ja Feuer. Genauso wie ich. Nee, der Flamme ist ja immer noch an. Nur der brennt nach unten. Ach so. Na, ich sag mal so, wenn der das ein bisschen schaffen tut durch die Nacht, dann ist das uns schon gut geholfen. So. Der Flammi, der wird wahrscheinlich länger durchhalten als der Schocker. Und ich hätte die Zeitmunition immer so sparen können, weil in der letzten Horde, wo ich immer schön drin geballert habe. Einfach Faustarbeit, wa? Das ist Faustregel immer, ne?
Muss nachher mal nachgucken, was die nächste Stufe war. Ich glaube, da brauchte ich schon Titan für die Faust, wa? Ja, sag ich doch Titan. Titan ist das neue Who is Who, was ich brauche, um weiter die Pillage hier drauf zu bessern. Nee, das ist daneben, Junge. Ah, komm. Ah, nee, du musst schon rauskommen. Nein! Oh, nee. Zwar nicht so geplant, aber... Muss, wa? Zwei Lisas. Rinn in der Falle. Ich hab gesagt, rinn in der Falle. Zurück mit dir. Naja, oder auch nicht. Es weicht das Leben, aber es ist noch da. Oh, oh. Er wird kräftig zurückgetreten. ich geh's nicht. Genau, da kannst du hin. So, Feuer ist noch da, Schocki ist noch da. Mein Kurz davor wird abschalten. Das könnte für uns genau ausreichen. Dann gehen wir schnell hoch. Schauen, was der... beinahe runtergeschmiert. Ich weiß nicht, ob der zu gut ist. Was warst du? Oh ja, gut. Dann ist es auf der anderen Seite auch noch gut. Ich sehe rosige Zeiten noch. Also noch... sagen, mach jetzt keinen Scheiß. nee, ist noch genug da. Ja, gut genug. Ist relativ, ne? Also wie gesagt, wenn wir fertig sind mit der Horde, das wird sofort abgebaut und wird hinten aufgebaut. Und zwar links, rechts, wie ich das gesagt habe. Dann kann ich mich von allen beten Seiten dann auch daran. Und dann klemme ich das alt nochmal neu. Sag mal, brauche ich Fragmente, um die da oben aufzuwerten? Oder reicht das so, wie das jetzt ist? Warten Sie mal, das schaue ich nochmal schnell nach. T-Upgrade. Nee, da brauche ich Legierung dazu. Also Baren, so rum. Aber den Rest hätte ich da. Und was könnte die Batterie denn kosten hier? Upgrade? Na, da brauche ich die Motor. Brauche ich da. Da muss ich den Motor freischalten. Aber das ist ja für was Dutet. Och Mann! Das hätte funktionieren können. Zurück mit dir! Das ist jetzt aber doof. Was hat entwaffnet? Erstmal den wegklatschen. Toll, vergiftet und eh mal das. Das ist ja mal doof. Aber ich nehme mal sicherheitshalber nochmal. Zurück mit dir. Zurück. Euch wird gleich das Leben verlassen. Hab euch gewarnt. Ey, das ich einfach gedacht habe. Und ich hab noch nicht mal ein Schwert und ein Schild oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, ist der Schocker schon etwa... außerhalb eines Wirkungsbereiches oder was?
Mal betreten den Lurch. Oh! Wir haben es geschafft. Holy shit. Bin gespannt, was ich noch am Benzin habe. Dürfte nicht so viel sein. Ich würde mal sagen, ich mach mal kurz den Schock. Kehr aus. Ja doch, den Schock mache ich aus. Ich so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe ihm halt einen sehr, sehr guten Tritt. Aber erstmal looten wir. Was ist denn hier? Naja, gut, ein bisschen Platz habe ich noch. Eine Axt, was soll ich denn? Naja, gut. Haben. Oh, diesen Bug. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Oh ja, gut, wa? Die haben wir gut flach gelegt. Tjo. Ja, jetzt fehlt mir genauso wie bei 7 Days noch zum Schluss so eine Anzeige, wie viele Zombies man gekillt hat. Ups. Aber dürften schon 1-2 gewesen sein. So, ich würde mal sagen, es ist heiß. Naja, es soll gut laufen. Ich würde mal sagen, so ja, richtig gut, würde ich mal sagen. Aber das würde ja nur ich sagen, ne? Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Ich fange schon mal an, die Batterien abzubauen. Die werden wir morgen gleich wieder aufbauen. Macht euch einen schönen Tag, ich bin raus. Tschüss.